So, Moin Moin zusammen. Das ist die Informatik 1, das ist Kapitel 12. Ich habe gesagt, ich starte mal mit Moin Moin und nicht mit Servus, damit man merkt, dass ich auch aus Niedersachsen komme. Aber das nur nebenbei. Wir haben Wintersemester, darum grüße ich euch hier aus der Eiswüste der Hoff Echo Base. Herzlich willkommen zum Kapitel 12. Wir sind fast durch. Wir werden mit 13 Kapiteln diese Informatik 1 in diesem Semester bestreiten. Wir sind fast durch. Das hier ist das Kapitel 12 und das Kapitel 12. Ist eins, das inhaltlich äh, so eine kleine Runde dreht, sozusagen. Ich werde euch gleich erklären, was ich damit an der Stelle meine. Ja, ihr seht hier die entsprechende Slide dazu. Äh, es handelt sich um das Kapitel 12 Use Case Huffman Trees. Okay, Tree. Es dreht sich also wieder um Bäume. Okay, und in der Hinsicht machen wir inhaltlich eine kleine Runde. Ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt irgendwie in das Kapitel 13 eintauchen, das wirklich nochmal neue, neue äh, äh, Gegenden erschließt. Ja, machen wir hier so einen kleinen Hell, halten wir kurz inne. Und nehmen uns die ganzen Werkzeuge, die wir so also gebaut haben, äh, mal her und bauen daraus ein größeres Anwendungsbeispiel. Das ist der Use Case der Huffman Trees, die ich hier äh, auf der Folie angekündigt habe. Klar, es wird sich um Baumstrukturen handeln und damit steckt da auf jeden Fall ein bisschen Kapitel 11 drin, aber wir werden sehen, dass wir eine ganze Menge von den Dingen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben, hier im Kapitel 12 zur Anwendung bringen können. Und trotzdem kann man natürlich noch was Neues dabei lernen, wäre ja noch schöner. Okay. Dann lass uns kurz äh, beleuchten, was es mit diesen Huffman-Trees auf sich hat. Also eine bestimmte Art von Bäumen. Deren Hauptapplikation kommt aus der Welt der Datenkompression. Bits sparen bei der Speicherung von Informationen. Okay. Das Hauptbeispiel, das ich mit euch hier besprechen möchte und das, das wir auch in der Rappel und hier auf den Slides am einfachsten beleuchten können, das ist das Beispiel der Zeichenkodierung. Okay, wenn wir irgendwie Texte austauschen wollen, entweder in Files ja, oder in ja, internetbasierten Diensten wie E-Mail oder im Web und so weiter, müssen wir uns auf Standards einigen, welche Bits wir benutzen, um welche Zeichen zu kodieren. Nur wenn wir jeweils auf der Empfänger- und auf der Absenderseite die gleichen Zeichenkodierungen, die gleichen Bit-Sequenzen für die gleichen Zeichen, Zeichen benutzen, können wir uns an der Stelle äh, richtig verständigen. Und es gibt eine ganze Menge von solchen Zeichenkodierungen, die sich mit der Zeit eingebürgert haben. Leider ja, äh, leidet die IT-Landschaft da draußen, die Informatik-Realität, in der wir täglich leben, da draußen, dass äh, sich Leute nicht immer eindeutig oder hundertprozentig klar darüber sind, welche Zeichenkodierung denn jetzt gerade mal genutzt werden soll und wer damit richtig Spaß haben will, dem würde ich vorschlagen, auf Twitter dem entsprechenden Account Fake Unicode zu folgen. Da kann man mal sehen, was falsche Zeichenkodierungen da draußen in der täglichen Welt für coole Auswirkungen und für eigentlich zu für humoristischen Einschlag sorgen können. Okay. Einige der Zeichenkodierungen, die zurzeit da draußen in Benutzung sind, habe ich hier auf der Slide zusammengestellt. Es gibt ohne Ende davon. Aber die einige der größten und die, die uns auch betreffen hier im europäischen Raum, das sind äh, erstmal der ASCII, der Arab American Standard Code for Information Interchange ASCII. Äh, das ist eine richtig alte Sache. Das ist nicht die älteste Zeichenkodierung, die mir einfallen würde, aber ist aber eine der ältesten, die nur mit 7 Bit daherkommt, um Zeichen zu kodieren. Wenn ich nur 7 Bit am Wickel habe, dann kann ich damit die Zeichencodes zwischen 0 und 127 darstellen. 128 Zeichen könnte ich damit kodieren. Das hat eine ganze lange Zeit, jahrelang, jahrzehntelang ausgereicht. Und hat sich damit als Quasi-Standard über den ganzen Globus verteilt. Auch heute werdet ihr ohne Ende ASCII-kodierte Files und Texte noch da draußen finden. Und in gewisser Weise lebt ASCII bis heute auch in den modernen Codierungen weiter. Können wir gleich noch drauf kommen. Okay. Der zweite Standard, der vor allem die Europäer interessiert, das ist hier dieser ISO 88591-Standard. Das ist der, den vor allem in den europäischen Regionen benutzt wird. Da nimmt man sie schon ein bisschen mehr her und verdoppelt damit den Vorrat an Zeichen, die man kodieren kann, 0 bis 255 Zeichen. Wenn auch in diesem ISO-Standard in dieser International Standards Organization Standard für Zeichenkodierung. Nicht alle 256 möglichen Zeichen ausgenutzt werden. 191 waren damals definiert. Das sind so lateinische Schriftzeichen und äh, auch so Steuerzeichen, sowas also wie Carriage Return, Tab und so weiter, die natürlich damals auch schon ASCII-kodiert waren. Aber das sind die Zeichen, die eigentlich ausreichen, um äh, Texte mit Umlauten, mit SZ, mit US und allerlei anderen europäischen Besonderheiten irgendwie darzustellen, okay? Das ist etwas, was uns äh, dann wieder einige Jahre oder Jahrzehnte weitergetragen hat. Äh, aber nicht in einer wirklich globalen Welt, in der wir ohne Ende verschiedene Alphabete oder sogenannte Scripts zu kodieren haben und äh, als man den neuen Zeichenstandard, den ich jetzt hier hervorheben möchte, irgendwie aufgesetzt hat, den sogenannten Unicode-Standard, hat man sich gedacht, okay, komm, jetzt nehmen wir so viele Bits an die Hand, dass es dann ein für alle mal reichen wird. Okay, nicht 7-Bit, nicht 8 Bit, sondern 20 Bit. Ein Zeichen wird mit 20 Bit kodiert. Das ergibt uns einen riesigen Raum an Zeichen, die potenziell kodierbar sein können in der Version 13.0. Unicode entwickelt sich sehr, sehr dynamisch weiter. In der Version 13.0, die gerade aktuell ist, werden schon fast 144.000 Verschiedene Zeichen äh, kodiert von äh, aktuellen Skripten und Alphabeten, die auf der ganzen Welt, auch im asiatischen Sprachraum und überall in Verwendung sind, äh, aber auch historische Skripte, also sowas wie Hieroglyphen, wie sie damals bei den Ägyptern irgendwie genutzt wurden, all das findet man wohl definiert in den Codetabellen von Unicode vor. Okay, äh, die Zeichen des ASCII-Standards und des ISO 88591-Standards, die leben quasi als Teilmenge, als Subraum in diesem großen Zeichenraum von Unicode weiter. Um das ein genauer bisschen auszuleuchten, müsste man jetzt von den sogenannten UTF-Encodings hier an der Stelle sprechen. Werden wir hier das fast nicht aufmachen. Äh, wer will, kann mich im Forum fragen, kann die ganze Sache ergoogeln. Äh, wir werden uns hier die ganz normale Zeichendarstellung mit 20 Bit kümmern im Unicode-Standard. Okay. Ein 20 bit kodiertes Zeichen habe ich mir mitgebracht, das Euro-Symbol, das Euro-Währungssymbol, ist tatsächlich im Unicode-Standard mit 20 Bit codiert. Und die 20 Bits, die das Euro-Symbol ausmachen, habe ich hier entsprechend mal aufgelistet. Okay, also man kommuniziert mir diese 20 Bits, ich weiß, ich bin im Unicode 13 Standard oder im Unicode Standard, ja, dann weiß ich, wenn mir diese Bits kodiert werden, da hat doch jemand vom Eurosymbol gesprochen, okay. Wir haben übrigens die Möglichkeit in Racket und eigentlich in allen modernen Programmiersprachen solche Unicode-kodierten Symbole auch direkt in Strings zu benutzen. Ihr seht, wie das syntaktisch vor sich geht hier unten in Racket. Hier habe ich mir meinen String definiert, den nenne ich Euro-Symbol. Da ist tatsächlich nur ein Zeichen drin kodiert. Ein Zeichen, das natürlich durch diese 20 Bits definiert ist. Und ihr seht, wie ich die 20 Bit hier unten in meiner Codierung wie angebe. Ja, ich fange das Ganze an mit dieser Escape-Sequenz, nennt sich das, mit so einem Backslash-U und gebe damit... Äh, racket an, hey, was gleich folgt, die nächsten vier Zeichen, die gleich folgen, bitte interpretieren als die Codierung, die nächsten fünf Zeichen, die nächsten fünf Zeichen, die folgen, bitte interpretieren als Codierung eines Unicode-Zeichens. Und hier sieht man tatsächlich die nächsten fünf Zeichen: 0, 2, 0, A, C. Das ist eine hexadezimale Konstante. Diese fünf hexadezimalen Ziffern codieren genau diese fünf Blocks an jeweils vier Bitbreiten Teilworten. Okay, nur 0 Bits, das führt zu einem hexadezimalen Ziffer 0. Hier ein 1-Bit, das ist genau die hexadezimale Ziffer 2. Hier 1010, das ist Dezimal 10, hexadezimale Ziffer A. Das hier ist Dezimal 12, 1100, hexadezimale Ziffer C. Alles klar, die alle konkateniert zusammengesetzt hinter mein Escape-Symbol. Das gibt mir das Euro-Symbol in seiner Kodierung hier in Racket. Ich habe das auch mal mitgebracht, hier drüben in meinem Racket-Fenster, um mal richtig zu zeigen, dass es tatsächlich das Unicode-Symbol ist. Kopiere ich das hier rüber. Da ist es okay. Und wenn ich das ausführe und dann hier in der REPL nach euro-symbol frage, dann ist das tatsächlich das euro-symbol nach unicode-konvention äh, kodiert. okay. ja, 20 bits pro zeichen zu investieren, das ist schon eine ganze menge an bits, um nur ein einzelnes zeichen zu kodieren. okay. Äh, darum äh, haben sich äh, da draußen Leute Gedanken gemacht Mensch wie kann ich denn die gleiche Information die gleiche Information dass hier zum Beispiel in einem Text von einem Euro-Symbol was gesprochen wird in effizientere art und Weise. Äh, kommunizieren. Ja, wenn ich weiß, dass ich äh, Texte kommunizieren werde, werde, in denen nur bestimmte Teilmenge von Buchstaben vorkommen, euro vielleicht, vielleicht die Zeichen A bis Z in Klein- und den großen Paar-Ziffern und so weiter, ein kleiner Ausschnitt meines gesamten Zeichenraumes. Ja. Texte, die sich nur aus diesem kleinen Teilzeichenvorrat bedienen, wie kann ich die effizienter kodieren, als jeweils für ein einzelnes Zeichen gleich 20 Bit zu investieren? Okay? Und eine dieser Zeichenkodierungen, die die darauf reagieren kann, dass bestimmte Zeichen in Texten verwendet werden, oft verwendet werden oder selten verwendet werden oder gar nicht verwendet werden, werden das sind die sogenannten Huffman-Codes. Huffman-Codes stellen sich auf die tatsächliche Zeichenhäufigkeit, auf die ja, Zeichenfrequenz in einem gegebenen Text tatsächlich ein und kodieren dann tatsächlich sehr effizient nur die Zeichen, die tatsächlich relevant sind für die Kommunikation bestimmter Texte. Okay. Ja, und tatsächlich würden Sie, werden sich diese Huffman-Codes darauf einstellen, Zeichen, die sehr sehr populär sind und sehr oft vorkommen in meinen Texten, mit wenig Bits zu kodieren. Zeichen, die ein bisschen weniger oft vorkommen, die zwar vorkommen, aber die echt selten sind, die werden dann halt mit ein paar, paar mehr Bits kodiert. Das tut mir nicht so weh, kommen sowieso nicht so häufig vor. Die richtig häufig vorkommenden in der deutschen Sprache wahrscheinlich die Vokale, vor allem das E wahrscheinlich, ja, die würde ich mit besonders wenig Bits kodieren, um ja einfach wenig Bits zu investieren bei der Speicherung und der kommunikation meiner texte das ist so ein äh, intelligentes und erfolgreiches verfahren geworden dass sich das allgemein in der datenkompression nicht nur in der kompression von texten irgendwie eingestellt hat und ihr seht so ein paar einsatzfelder für solche codes mit variabler länge in jpeg in diesem äh, standard zur zur Kodierung äh, von Bildern oder bewegten Bildern, MP3 oder allgemein zur Kompression von Files im sogenannten ZIP-File-Format, das ihr alle schon benutzt habt, überall kommen solche Codes mit variabler Länge zum Einsatz und zwar vor allem die sogenannten Huffman-Codes. Okay, also das ist so ein Kodierungsverfahren, das mir äh, variable Länge von Bits benutzt, um Dinge, die häufig sind sehr kompakt und dinge die nicht so häufig sind vielleicht nicht ganz so kompakt zu kodieren von solchen hoffman-codes möchten wir hier in diesem äh, chapter reden die hoffman-codes kommen nämlich nicht in form von code-tabellen daher das könnte ich durchaus machen aber sie sind am leichtesten zu erklären wenn ich sie mir in form von bäumen darstelle und damit passt das hier in die vorlesung bang wie die faust Aufs Auge, Huffman-Codes sind Binärbäume. Binärbäume von etwas anderer Art, als wir sie bisher besprochen haben. Das sind Binärbäume, in denen die gesamte Labelinformation, die gesamte Markierung der Knoten nur in den Blättern sitzen. Innere Knoten sind vorhanden, tragen aber keine Labels. Labels werden nur an den Blättern getragen. Okay, und damit äh, ist dann der Baum oder ein so ein Huffman Tree ja, ist dann hier der hier, wie ich ihn hier gezeichnet habe. Okay, ihr seht, natürlich hat das Ding eine Wurzel, da ist sie. Natürlich hat das Ding innere Knoten. Hier sind so ein paar innere Knoten. Okay, ja. Äh, und ja, auch hier ist noch einer. Aber nur an den Blättern. Hier ist ein Blatt, hier ist ein Blatt, hier sind die ganzen Blätter. Ich fahre die Front der Blätter mal ab. Ja. Nur an den an, der, an den Blättern da sind tatsächlich Labels, in diesem Fall Zeichen gespeichert. Okay. Und äh, wie kann so ein Code, so ein baumartiger Code darauf reagieren, dass bestimmte Zeichen, ja, dass bestimmte Zeichen in meinen Texten sehr sehr häufig vorkommen und bestimmte Zeichen nicht ganz so häufig? Ja, dann nehme ich mir einfach so einen Referenztext her, einen typischen Text, zum Beispiel einen typischen Text. Aus der deutschen Sprache, weil ich hier nicht lange Texte irgendwie äh, in meinen Folien darstellen möchte, habe ich mir mal ein typisches Wort, eins meiner Lieblingsworte aus der deutschen Sprache gegriffen, das Wort Erdbeermarmelade. Okay, wenn ihr da nachschaut, ja, da ist die Zeichenfrequenz eines Zeichens durchaus verschieden. E taucht sehr, sehr häufig aus. Ich sehe das hier, glaube ich, gleich fünfmal oder so. Okay, während andere Zeichen, wie zum Beispiel mein L hier, nur, nur sehr, oder das B, ja, nur sehr selten vorkommen. Okay, also selbst in diesem einen Wort, das ich jetzt mal als typisch annehme, ja, stellen sich schon verschiedene Zeichenfrequenzen ein. Natürlich würde ich tatsächlich die typischen Zeichenverteilungsfrequenzen von deutschen Texten irgendwie studieren wollen. Da müsste ich mir mehr wo anschauen, als nur diesen ein String nade hier. Dann würde ich mir den ganzen Korpus aus typischen deutschen Texten irgendwie hergreifen, dort die Wortfrequenzen und die Zeichenfrequenzen zählen und damit ein Bild davon bekommen, was sind denn die Zeichen, die wenig Bits verdienen und was sind die Zeichen, die ich auch mit mehr Bits kodieren kann, weil sie halt nicht so häufig vorkommen. Okay, aber wenn Erdbeermarmelade meine Referenz ist, dann würde daraus dieser Huffman Tree entstehen. Okay, und äh, ihr seht, in diesen Huffman Tree's sind die Zeichen, die häufig vorkommen, das E zum Beispiel und das R, das auch relativ häufig vorkommt, die sind in der Nähe der Wurzel angeordnet. Die sind hier in den oberen Ebenen des Baumes angeordnet. Zeichen, die nicht so häufig vorkommen, wie zum Beispiel das die Zeichen B und L, die in dem Wort Erdbeermarmelade mein Referenztext. Okay, sogar nur einmal vorkommen, okay, die würden sich in der untersten Ebene des Baumes befinden, also maximal weit entfernt von der Wurzel. Der Pfad von der Wurzel bis zu diesen Zeichen, die ich hier unten markiert habe, ist besonders lang. Die Pfade zu E und R sind deutlich kürzer. Okay, so wird dieser Baum auf die Zeichenfrequenz in unseren kodizogenen Texten. Äh, Reagieren. Und wie ich schon gesagt habe, so ein Huffman-Code, ja, das ist ein, keine Kodierung beliebiger oder aller Zeichen, das ist die Kodierung der Zeichen in den, äh, in den Texten, die mir für die Kommunikation jetzt in meiner Applikation wichtig sind. Und tatsächlich der Baum, der hier abgebildet ist, der kann natürlich nur die Zeichen kodieren, die sich hier in den Blättern in der Front des Baumes tatsächlich befinden. Das sind genau die, die hier unten aufgelistet sind. Okay. Ja, wie komme ich jetzt von dem Baum tatsächlich zu Bits, die ich kommunizieren könnte an meine Kommunikationsteilnehmer? Sehr, sehr einfach. Ich habe es eben gerade schon angedeutet, das geht einfach über Pfade, die wir in dem Huffman-Tree laufen müssen, um zu einzelnen Zeichen zu gelangen. Okay? Also Pfade. Ja, der Weg von der Wurzel durch über die inneren Knoten bis unten runter zu den Blättern. Diese Pfade. Die protokolliere ich. Welchen Pfad nehme ich, um zu einem bestimmten Zeichen zu gelangen? Das Protokoll. Dieses Pfades wird mir die Bitsequenz definieren. Okay, ganz genau, wie geht das? Nehmen wir an, ich will den Code für das Zeichen C irgendwie kennenlernen. Okay, dann werde ich in der Wurzel einsteigen meines Baumes und mich auf die Suche nach dem Zeichen C begeben. Vielleicht ist mein gesuchtes Zeichen ja das Zeichen A. Okay, dann muss ich also von der Wurzel absteigen und über die inneren Knoten in den rechten Teilbaum gehen und dann in den linken Teilbaum gehen und dann hier wieder in den rechten Teilbaum gehen, bis ich tatsächlich das A erreicht habe. Ich führe dabei Protokoll, dass ich hier einmal rechts abgebogen bin, dann bin ich links abgebogen, dann bin ich wieder rechts abgebogen, um tatsächlich hier zu meinem A zu gelangen. Okay? Also, rechts abbiegen, links abbiegen, wieder an diesem inneren Knoten rechts abbiegen, das gibt mir ein Protokoll von 101. 1. Ja, wie ihr sehen könnt, immer wenn ich absteige in meinem Pfad und rechts an dem inneren Knoten abzubiegen habe, ich gehe in den rechten Teilbaum, protokolliere ich eine 1, gehe ich in den linken Teilbaum, protokolliere ich eine 0. Super einfach, weil es in dem Binärbaum jeweils nur Abstiege in den linken oder rechten Teilbaum gibt, reicht mir ein Bit, um jeweils zu protokollieren, wie mich mein Pfad von der Wurzel tatsächlich geleitet hat. Und wenn wir tatsächlich hier nochmal dieses A verfolgen, ich biege hier rechts in den rechten Teilbaum ab. Hier biege ich in den linken Teilbaum ab. Hier biege ich in den rechten Teilbaum ab, bis ich beim A gelandet bin. Also 101 nachschauen. 101, tatsächlich, das ist der Code meines A. So definiert in dieser Huffman-Tree, der hier oben links auf der Slide abgebildet ist. Und tatsächlich, wie ihr sehen könnt, orientieren sich die Länge der Codes, die Länge der Pfade, die ich zu laufen habe, hier in meinem Baum, tatsächlich an der typischen Zeichenfrequenz in meinen Referenztexten. Wenn das mein Referenztext ist, dann hat das E die Frequenz 5,5 5 mal vor und ist tatsächlich mit einem der kürzesten Codes, einem 2-Bit-Code versehen worden. Okay, das R kommt dreimal vor, noch relativ häufig, auch ein sehr kurzer Code, der Code 00. Alles klar. Ja, Zeichen, die irgendwie mittlere Häufigkeit haben, wie hier die MADs und so, sind mit 3-Bit kodiert. Zeichen, die wirklich sehr, sehr selten vorkommen, wie das B und das L, jeweils nur einmal, okay, die sind mit den längsten Codes kodiert. Also lass uns kurz das L suchen, 1001, okay. 1 heißt, ich gehe nach rechts, okay, 0 heißt ich gehe nach links. 0 heißt, ich gehe nach links, 1 heißt, ich gehe nach rechts. Tatsächlich, da finde ich das L, alles klar. Schon vier Abzweigungen nehmen müssen, vier Bits zu kodieren. Tut mir nicht besonders weh, weil das L, wenn ich mich auf meinen Referenztext verlassen darf, sowieso nur sehr selten vorkommen wird in meinen Texten, die ich zu kommunizieren habe. Okay, ja, das ist die Funktionalität, die in so einem Huffman-Tree drin steckt. Und so komme ich von Huffman-Trees auf Bitsequenzen. Okay. Ja, diese Huffman-Codes haben sehr, sehr schöne Eigenschaften. Sie, kommen, äh, sie kriegen ihre Eigenschaften dadurch, dass wir unsere Zeichen an bestimmten Positionen, nämlich nur in den Blättern in diesem, äh, in diesem Baum, platziert haben. Okay? Also, und daraus, äh, aus dieser bestimmten Platzierung können wir einen Vorteil ziehen, wenn es dann darum geht, eine Bitsequenz, die man uns, uns kommuniziert hat, nichts anderes können wir über das Netzwerk empfangen. Nichts anderes als Bitsequenzen werden wir in den Files vorfinden, wenn wir sie dann äh, mit unserem äh, mit unserem Rechner irgendwie öffnen. Okay? Von diesen Bit-Sequenzen muss ich irgendwie wieder auf eindeutige Strings zurückkommen. Und die Eigenschaft des der Huffman Codes ergibt uns eine sehr sehr einfache Möglichkeit und eine Garantie, dass wir eine Bitsequenz auch immer ein eindeutig ein, ein entsprechendes Zeichen irgendwie umwandeln können. Hier oben, ja, wenn ich hier einfach jetzt mal einen Strich ziehe, alles, was jetzt hier über dem Strich zieht, äh, steht, ist genau das, was wir eben gerade auf der Slide eben schon gesehen haben. Das ist der alte Huffman Tree. Das sind die alten Bitsequenzen für die Zeichen, die wir eben gerade schon in unserer Tabelle aufgesammelt haben. Nichts Neues zu lernen. Was hier Neues auf der Folie ist, der Begriff der Präfixfreiheit. Huffman Codes sind Präfixfrei. Ja. Die Bitsequenzen, die ich jedem Zeichen zuordne, sind niemals ein Präfix, also eine an, am Anfang stehende teil bit eines anderen Zeichens. Okay, ich konsumiere die ersten Bits aus meinem File oder aus meinem Network-Stream und bin niemals im Unklaren darüber, welches Zeichen dann hier an der Stelle kodiert wird. Ich werde einfach die Bits benutzen, um mich in meinem Huffman-Tree zu bewegen ja? und ich werde niemals im Unklaren darüber sein, an welches Zeichen denn hier an der Stelle tatsächlich kodiert wurde. Okay, ja? niemals werde ich irgendwie nur einen Teil einer Bitsequenz lesen können. Und mich dann schon, und mich dann zum Beispiel, wenn dann die Verbindung abbricht und mich dann schon an der Stelle fragen, Mensch, war das jetzt schon ein kodiertes Zeichen, ja oder nein? Okay, wenn ich also nur einen Präfix einer entsprechenden Bitsequenz sehe, werde ich niemals im Zweifel sein, Mensch, hat es sich um das eine oder das andere Zeichen gehandelt. Keine zwei Zeichen teilen sich den gleichen Präfix. Okay. Und äh, das ist tatsächlich so, wenn ihr euch das hier anschaut, das R wird mit 0,0 kodiert zum Beispiel. Kein anderes Zeichen in diesem Code hier wird tatsächlich irgendwie mit der Bit-Sequenz 0,0 beginnen. Okay, wenn ihr es hier sehen könnt, äh, tatsächlich so ist der Huffman-Code angelegt. Okay, das kommt natürlich daher, dass wir die entsprechenden Zeichen hier in den Blättern kodieren. Okay, und äh, ja, unterhalb so eines Bs oder unterhalb eines Es hier irgendwie kein weiterer Teilbaum hängt, der irgendwie noch weitere Zeichen für uns kodieren könnte. Alles klar. Okay. Ja. Die Zeichen in diesem Teilbaum hätten dann natürlich als Bitsequenz einen Präfix, der zu dem E gehört zum Beispiel. Okay. Alles klar. Was uns das erlaubt, diese Präfixfreiheit, ist die eindeutige Dekodierung von Bitsequenzen, wie ich das gerade eben schon gesagt habe. Jemand gibt mir eine Bitsequenz. Hier sieht man so eine Bitsequenz. Okay. Alles klar. Und ich würde diese Bitsequenz von links nach rechts durchlesen, von vorne nach hinten so durchlesen und mich jeweils fragen, Mensch, die Bits was könnte damit bloß für eine string kodiert worden sein? was sind die zeichen, die damit kodiert werden? und die antwort darauf ist sehr, sehr einfach. ich beginne meine ganze, meine ganze dekodierungsarbeit indem ich an der wurzel meines huffman-trees einsteige und immer wenn ihr jetzt in dieser sequenz, die ich jetzt gleich von links nach rechts abfahre, immer wenn ihr dieses pfeil nach oben symbol seht, dann bedeutet das hey bei der navigation in meinem huffman-tree bewege ich mich Oben an die Wurzel. Ja, am Anfang sowieso, ich starte oben um in der Wurzel, aber auch zwischendrin in meiner Navigation hier werde ich mich ab und zu wieder in wohldefinierten Zeitpunkten wieder zurück auf die Wurzel setzen, um meine Navigation von oben neu zu beginnen, um ein neues Zeichen zu dekodieren. Wann ich mich nach oben zu setzen habe, ja, ist durch die Präfixfreiheit Prä niemals eine Frage. Es ist immer ein eindeutig definiert. Also, ich beginne ganz oben mit meiner Dekodierung und fange an, hier Bits zu lesen. 1, 0, 0, 1. Lass uns das mal irgendwie durchführen. Also, 1 bedeutet, wir fahren nach rechts. Okay, 0 bedeutet, wir fahren nach links. 0 bedeutet, wir fahren nach links. 1 bedeutet, wir fahren nach rechts. Okay, jetzt bin ich bei meiner entsprechenden Suche das allererste Mal an einen Knoten angelangt, an einem Blatt angelangt, das tatsächlich ein Zeichen kodiert. Ja. Jetzt weiß ich, hier wurde ein L kodiert. Okay. Und tatsächlich, ihr seht es, wenn ich erstmal diese vier Navigationsschritte gemacht habe, dann bin ich in einem Blatt mit dem L angelangt. Das wäre das erste Zeichen, das Zeichen L, das ich als Ergebnis meiner Dekodierung ausgeben würde. Ich bin an dem Blatt angelangt. Weiter navigieren in diesem Baum kann ich nur, indem ich mich jetzt zurücksetze oben auf die Wurzel. Also Pfad löschen. Und die Dekodierung neu beginnen, oben an der Wurzel. 1, 0, 1. Okay, ich gucke auf diese Bits hier. Also 1 bedeutet, ich biege rechts ab. 0 bedeutet, ich biege links ab. 1 bedeutet, ich biege rechts ab. Dann bin ich hier bei dem A angelangt. Okay. Und das kodiert mir ein A. Vorher, an in einem inneren, keinem in inneren Knoten, hatte ich bei einem Präfix jeweils irgendwie die Möglichkeit, hier ein Zeichen zu kodieren. Erst jetzt, nachdem ich diese drei Bits konsumiert habe, weiß ich, ich bin im Blatt A angelangt und kann das A als nächstes Zeichen meiner Dekodierung ausgeben. Damit wieder, sorry, hier Neueinstieg oben in der Navigation im Huffman-Tree. Alten Pfad löschen, Navigation fortsetzen und so weiter und so fort. Ihr würdet sehen, wenn ihr das alles nachvollzieht, werden hier das Wort Lambda kodiert. Glück gehabt, denn die Buchstaben in meinem Referenztext Erdbeermarmelade reichen als Zeichenvorrat aus, natürlich nicht nur um Erdbeermarmelade zu kodieren, sondern auch das wunderschöne und wichtige Wort Lambda. Okay. Wie viele Bits haben wir benutzt, um das ganze Ding zu kodieren? Ja, wenn ihr jetzt nachzählen würdet, das sind 20 Bit, die wir da irgendwie investiert haben, finde ich gar nicht schlecht. Hätten wir Unicode zur Codierung des gleichen Strings benutzt, dann hätten wir 5 mal. Nein, sechsmal, sechsmal. Ja, Lambda sechs Zeichen, sechsmal 20 Bit investiert, 120 Bit investiert, um die gleiche Information zu kodieren. Okay, weil wir wussten, wir werden nur die Zeichen aus dem Referenttext kodieren äh, 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 und wir wissen über, wissen über Zeichenhäufigkeit Bescheid, können wir an der Stelle eine ganze Menge an Bits bei der Kommunikation sparen. Okay, so viel zu Huffman Trees. Äh, lass uns dieses Video nicht beenden, ohne uns kurz anzuschauen, wie wir die tatsächlich in Racket-Datenstrukturen gießen können. Okay, also jetzt Huffman Trees, aber wie in Record dargestellt. Okay. Diese beiden, diese beiden polymorphen Records, die ich hier an der Stelle einführe, die werden mir erlauben, jeweils Blätter in meinen Bäumen darzustellen, also Dinge, Teilbäume von dieser Art, okay, die hier äh, mich aus dem darüberliegenden Baum zu einem Blatt C mit, mit dem Code C führen und mit dem Zeichen C führen. Und dann war es das an der Stelle. Okay, das wäre ein Blatt. Alles klar. Und äh, ja, so ein Blatt hat eigentlich keine weiteren interessanten Eigenschaften, außer dem Zeichen C, das da an der Stelle getragen wird. Okay, äh, ich werde meine, ich werde meine, äh, mein record datatype der mir hier, oder meine Rekordsignatur, besser gesagt... Datatypes Informatik 2 Speak. Achtung, also meine Record Signatur die ich benutze, um solche Blätter darzustellen, die werde ich trotzdem polymorph anlegen. Das gibt mir nämlich die Möglichkeit, hier nicht nur wie so einzelne Zeichen oder Strings in den Blättern zu speichern, sondern beliebige andere Dinge. Vielleicht wird das mal wertvoll. Okay, das einzige interessante Selektor, den ich dazu brauche, ist tatsächlich hier das Label, das irgendwie angefragt werden darf, das Zeichen C, das ich da speichern möchte. Darum habe ich hier nur genau einen einzelnen Selektor in meinem, äh, meinem Rekord. Signatur Havleaf, Huffman Tree Leaf, Blood. Okay, ich kann natürlich ein Leaf konstruieren, ich kann checken, ob es sich um ein Leaf handelt. Alles wie gehabt hier an der Stelle. Okay. Äh, ja, was mir dann nur noch bleibt, sind die inneren Knoten darzustellen. Okay, hier ist die Repräsentation von dem inneren Knoten in der Ausgabe, die wir jetzt auf den Slides schon gesehen haben. Äh, ja, so ein innerer Knoten hat einen linken und einen rechten Teilbaum und sonst keine weiteren Eigenschaften. Ja, hier gibt es kein Label oder Markierung, die ich an der Stelle irgendwie speichern möchte. Ja, damit habe ich dann genau zwei Selektoren, den Left- und den Right-Selektor, äh, den ich an meinen Record-Signatur HaveNode irgendwie dranhänge. Okay, also Make MakeHaveNode nur no Prädikat, Left und Right, Subtree kann ich hier an der Stelle abfragen. Ja, und das ist genau das, was ich äh, an der Stelle irgendwie darstellen muss. Ihr seht, ich lege das wieder voll poly, polymorph an, obwohl wahrscheinlich meine, äh, meine Absicht sein wird, dass ich jeweils in dem linken und rechten Teilbaum homogene, gleiche Datenstrukturen irgendwie finden werden. Okay. Alles klar. So, das war die eine, äh, die halbe Miete der Definition von Huffman Trees in Record. Die andere ist die Definition der Signatur für diese Huffman-Trees selbst natürlich. Genau wie wir eine Signatur für B-Tree of T definieren mussten, werden wir jetzt eine Signatur Huff -Tree, Huffman-Tree of T Definieren, wobei die Signatur T tatsächlich darstellt, hey, welche Werte möchtest du an den Blättern unseres deines Huffman-Tree speichern? Und wahrscheinlich wird es in unserer Applikation, die wir sprechen, tatsächlich Strings sein. Stellt euch aber andere Kompressionsszenarien vor. Wenn wir zum Beispiel Bilder oder MP3s oder files vielleicht komprimieren wollen, dann werden das allgemeine Bitsequenzen sein, die wir an diesen Blättern speichern werden und keine Strings. Also macht es tatsächlich Sinn, hier eine parametrisierte Signatur parametrisiert über die Signatur der Blättermarkierung äh, sozusagen einzuführen, der Blätterlabels. Okay, damit habe ich tatsächlich hier eine Definition einer parametrisierten Signatur. T ist der Parameter, ich definiere die Signatur. So ein Huffman-Tree kann nur zwei Formen annehmen. Entweder es ist ein Blatt, und ich weiß, die äh, Rekordsignatur, die ich dazu gerade eingeführt habe, ist die Have-Leave-Rekordsignatur, die ist selbst äh, parametrisch gewesen, also übergebe ich meinen. Äh, Signaturparameter t hier an der Stelle. Ja. Oder ich habe einen inneren Knoten vor mir, dann habe ich einen Huff Node vor mir, der einen linken und einen rechten Teilbaum vor sich trägt. Und wie wir gerade schon angedeutet haben, natürlich äh, sind die linken und rechten Teilbaum hier an der Stelle homogen. Das sind jeweils zwei rekursiv wieder zwei Huffman-Trees, die natürlich wieder t-Labels in ihren Blättern tragen werden. Und ihr seht die entsprechende Rekursion, die ich hier an der Stelle angelegt habe. Ja, das ist wieder zweifache Rekursion, genau wie in unserem B-Tree-Off. T, äh, T -fall. Das sind Binärbäume, die bloß ja, äh, etwas anders strukturiert sind, weil die gesamte Information in den Blättern liegt. Ansonsten werden auch die rekursiven Funktionen über Huffman-Trees wahrscheinlich wieder zweifache Rekursion aufweisen. Ja, was ich jetzt nur noch brauche, sind eigentlich äh, so Sequenzen von Bits, die ich kommunizieren kann, die ich nachher in meine Routine reinstecke, um sie mit meinen Huffman-Trees wieder in Zeichen umzuwandeln oder ein Huffman-Tree zu benutzen, einen gegebenen Text in eine Sequenz von Bits irgendwie umzuwandeln. Also die Bits, die werden uns in unserer Applikation auf jeden Fall auch umtreiben, also werde ich mir eine Signatur für Bits bauen, damit ich nachher List of Bit bauen kann, also Bitsequenzen. Hier seht ihr meinen einfachen Vorschlag für die Definition von Bits. Ja, das sind einfach äh, natürliche Zahlen und zwar die genau die beiden Zahlen 0 oder 1. Ja, den haben wir lange nicht gesehen, hier den Kollegen. One-Off, erinnert euch, mit One-Off L1, L2, L3 und so weiter kann ich Signaturen zu äh, bauen, die genau die literale L1, L2 und L3 und so weiter äh, äh, akzeptieren. Ja, in dem Fall sind es genau die beiden Bitwerte 0, 1. Ob ich die jetzt hier wirklich mit den natürlichen Zahlen 0,1 kodiere oder mit left, right, um mir einfach äh, zu merken, dass das entsprechend dem Abstieg, dem linken und dem rechten Abstieg in meinem, äh, meinem Huffman-G irgendwie äh, darstellt oder vielleicht hier sogar irgendwie so ein bisschen bildlich, symbolisch. Ist vollkommen, ist vollkommen egal. Äh, die beiden Bits hier 0,1 werden es tun. Okay, das erlaubt uns nachher ganz kodierte Texte irgendwie darzustellen mit einer List of Bit. Okay, ich denke, wir können an der Stelle gleich einen Deckel drauf machen. Ich habe natürlich die ganzen Definitionen mitgebracht und werde sie hier rüber kopieren in meinem äh, Buffer. Die habe ich hier alle verbatim vorhanden, genau wie sie auf den Slides irgendwie zu sehen waren. Ich habe gerade eben einen großen Copy-Paste gemacht und ihr seht die ganzen Definitionen, die sie hier jetzt eingestellt haben. Okay, was ich jetzt auch machen kann, ist hier oben meine Hilfsroutinen irgendwie mal in meine Prelude zu äh, wieder einzukommentieren. Okay, wunderbar. Äh, denn jetzt haben wir die Definition von unserem Huffman Tree aktiv hier. Hervorragend. Ja, was ich da oben als äh, die in der Prelude gefunden hat, das sind vor allem Routinen, die mir erlauben werden Huffman Trees äh, formatiert in der rappel auszugeben. Denn sobald wir uns nur mal einen, äh, auch nur mittelmäßig großen Huffman Tree anschauen, zum Beispiel der Huffman Tree, der mir den Referenztext Erdbeermarmelade kodiert, ich habe ihn mal mitgebracht hier. Ja so würde ich ihn konstruieren mit den entsprechenden konstruktoraufrufen von make -Have -Node und make leaf okay ja, wenn wir den Ausdruck hier auseinandernehmen würden, dann würden wir erkennen, dass hier teilweise so Teilbäume konstruiert werden. Der Teilbaum, der die Blätter RDM beinhaltet, oder der Teilbaum hier, der die Blätter BL nur beinhaltet. Nehmt diesen Ausdruck auseinander, ihr werdet oben sehen, hier wird die ganze Wurzel definiert. Das ist einfach die geschachtete Anwendung der Konstruktoren, um diesen Binärbaum, den wir auf den Slides schon gesehen haben, zu definieren. Das ist ein Huffman tree oder ein half tree, okay, denn äh, ja, wenn wir das hier gegen die Signatur, die wir gerade irgendwie definiert haben, matchen würden, dann würde das gut hinkommen. An den Blättern befinden sich Strings, also ist das Ganze ein have tree of string, genau wie wir das erwartet haben. Wenn ich das Ding kompiliere, dann äh, haben wir den Code für Erdbeermarmelade, den haben wir jetzt hier tatsächlich in der Record in, äh, in der Rappel in der Hand, aber niemand möchte ihn so ausgeben, denn äh, wir haben wieder die, die gleiche jumbled mess an äh, ineinander geschachtelten Rekordkonstrukturen, die wir schon im letzten Kapitel irgendwie nicht richtig sehen konnten. Also habe ich mir einen Pretty Printer gebaut, genau nach der gleichen Methode, wie wir ihn auch im Chapter 11 praktiziert haben. Print habe ich ihn an der Stelle genannt, weil ich ihn noch mit einer Pretty Printing Methode auskommen werde im Rahmen dieses Kapitels. Print Code für Erdbeermarmelade ist ein String, der mit diesem Huffman Tree repräsentiert. Da ist er. Ihr seht, das ist genau die Ausgabe, die wir auch auf den Slides gesehen haben. Dürfte eigentlich keine Missverständnisse geben, wenn ihr jetzt hier versucht, eure Dinge, die ihr hier baut, mit den Dingen, die wir in den Slides besprochen haben, abzugleichen. Alrighty, das war's hier an der Stelle. Unsere Einführung in Huffman-Trees und die Idee der komprimierten Zeichendarstellung. Wie kommt man an diese Huffman-Trees ran? Wie navigiert man in denen? Wie kodiert man und dekodiert man Texte? All das werden wir in den nächsten Videos besprechen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin auf jeden Fall hier und warte schon auf euch. Haut rein, bis die Tage.